Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier aus dem Service Center der Stadtwerke in der Kriegasse. Und bei mir ist Michael Otto, Energieberater der Stadtwerke Energie. Herr Otto, ich frage Sie jetzt mal als Experten, Heizen und Lüften im Winter, wie macht man das am besten? Also generell muss man sagen, dass es kein Patentrezept dafür gibt, wie heize und lüfte ich. Es gibt einen Wert, der liegt also bei ca. 40-60% Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur zwischen 19 bis 22 Grad. Beim Lüften gibt es ganz klar Empfehlungen, die man geben kann. Das heißt also, ein ganz wichtiger Punkt ist, man sollte, wenn man den Austausch der Raumluft herbeiführen will, in keinem Fall das über eine Kipplüftung der Fenster machen. Bei einer Kipplüftung brauche ich also einen wesentlich längeren Zeitraum, um das Raumluftvolumen einmal zu erneuern. Und ein negativer Effekt dabei ist ganz einfach, dass die Umgebungsflächen, die Raumumgebungsflächen auskühlen. Und ich brauche nachher wieder eine Vielzahl mehr an Energie, um den Raum wieder auf ein vernünftiges Raumtemperaturniveau zu bringen. Von daher immer ganz klar lüften über Stoßlüftung, bevor ich das Fenster natürlich öffne, Heizung abdrehen, Raumthermostat komplett runterdrehen, Fenster auf, 5 bis 10 Minuten lüften, Fenster zu und danach Heizung wieder auf. Manchmal kennt man das im Winter, wenn man auf Straßen außen an Gebäuden vorbeiläuft. Und manch eine kennt das auch von sich selbst, von Wohnzimmerfenstern oder von Küchenfenstern, die schwitzen. Was bedeutet denn das Schwitzen dieser Fenster? Generell ist es ganz einfach ein Hinweis darauf, dass die Raumluftfeuchte zu hoch ist im Raum. Ja, und ich sollte wieder über das Lüftungsverhalten dafür sorgen, dass Luft abtransportiert wird. Wenn man was Positives aus dieser Situation gewinnen will, dann ist es das, dass man halt die Feuchtigkeit, die auskondensiert an der Scheibe, gut erkennen kann. Man kann das abwischen und dann dementsprechend lüften. Wir haben aber auch sehr häufig den Fall, gerade wenn wir jetzt an älteren Gebäuden die Fenster ausgetauscht haben, dann haben die Fenster oftmals ja ein wesentlich besseres Wärmedämmvermögen wie die Wandflächen. Und dann kondensiert halt kein Wasserdampf mehr an der Scheibe aus, sondern an meinen Wandflächen. Und dort kann ich es halt in der Regel nicht erkennen. Und diese ständige Feuchtigkeit, sage ich mal, in Verbindung mit Hausstaub, ist dann natürlich ein perfekter Nährboden, um diese Schimmelproblematik dann herbeizuführen. Im Sommer kann man ja gemeinhin seine Wäsche draußen trocknen. Im Winter ist das nicht jedem vergönnt, weil nicht jeder hat einen Trockenraum oder einen Wäschetrockner. Wie trocknet man denn Wäsche im Winter in der Wohnung eigentlich richtig? Ich muss ganz einfach darauf achten, wenn ich einen solchen Raum nutze, dass er gut temperiert ist. Denn warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und das garantiert dann einfach auch, dass die Wäsche schnell trocknet. Ich sollte dann allerdings in kürzeren Abständen immer dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus dem Raum auch rausgeht. Das heißt also öfters die Chance nutzen, Stoß zu lüften. Wenn ich also gerade im Winterhalbjahr die Wohnräume häufiger nutze, um Wäsche zu trocknen, dann kann man hier so einen kleinen Helfer sich anschaffen. Das ist also ein Hygrometer. Mit dem Hygrometer habe ich also die Möglichkeit, Luftfeuchtigkeit zu messen. Und kann dann gezielt über Lüftungsmaßnahmen einfach so weit wieder dafür sorgen, dass ich in einem Bereich bin, der halt zwischen diesen 40-60% liegt. Und dann spricht da eigentlich nichts dagegen, auch die Wäsche im ganz normalen Wohnraum zu trocknen. Ich habe Sie am Anfang als Energieberater angekündigt. Was ist denn eine Energieberatung überhaupt? Und zielt die nur darauf ab, die Nebenkosten zu verringern? Im besten Fall sollte die Energieberatung auch dafür sorgen, dass die Nebenkostenabrechnung geringer wird. Aber letztendlich versuchen wir eigentlich mit der Energieberatung bei den Stadtwerken Energie hier in Jena schon eine Hilfestellung zu geben. Hilfestellung für unsere Kunden oder generell für Interessierte, die nachfragen. Das könnten halt im einfachsten Fall Fragen sein zur Änderung des Nutzerverhaltens. Ja, das heißt also, wie kann ich bei mir in der Wohnung dafür sorgen, dass ich zukünftig weniger Wärme und Strom verbrauche? Das sind aber aktuell gerade auch viele Fragen bezüglich Energieausweis für Wohngebäude, zum Thema erneuerbare Energien, Photovoltaik, Solarthermie oder Generalheizungstechnik. Das ausführlichste Angebot, was wir haben, ist halt das auch vom Bund geförderte Programm Energieberatung für Wohngebäude, wo wir also Energiekonzepte für Wohngebäude erstellen. Das Ziel ist also ein Energieberatungsbericht, der beinhaltet, was sind die größten Schwachstellen am Gebäude und wie sollte der Gebäudenutzer am sinnvollsten vorgehen, für Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, damit das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach
am besten ist. Wenn jetzt jemand in einem privaten Gebäude oder in einem gewerblichen Gebäude meint, okay, stimmt, das wäre eine ganz gute Sache, gibt es da spezielle Sprechzeiten? Wir haben also keine Sprechzeiten. Wenn man bei uns auf der Internetseite schaut, www.stadtwerke-jena.de, gibt es also gleich auf der Startseite einen Button, wo man online Termine vereinbaren kann. Und das ist also ein Service, den wir jetzt neuerdings anbieten für unsere Kunden. Und damit kann man sich ganz einfach für einen bestimmten Termin anmelden, bekommt die Bestätigung und kann sich dann sogar auch aussuchen, wo die Beratung stattfinden soll. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und liebe Zuschauer, ich danke fürs Zuschauen.